Wichtig, Metaplay ist auf Lucky V verboten. Informationen, die ihr in dieser YouTube-Serie erlangt, dürfen nicht als Wissen eures Charakters im Rollenspiel genutzt werden. Ein derartiger Regelbruch wird abgestraft und führt letztlich zum Ausschluss vom Server. Sag mal, wenn die Cops da ankommen, ne? Und da sind ein paar Zivilisten, kontrollieren sie die Zivilisten auch? In der Regel schon, dann nehmen die deine Daten auf und wollen Zeugen ausschreiben. Ah, blöd. Ich habe überlegt, ich kann ja den Wagen da parken, ich gehe rein und ich tue so, als wenn ich gar nicht zu euch gehöre, dann haut ihr ab. Die verfolgen euch und ich gehe ganz entspannt in mein Auto, wo alles eigentlich drin ist und die kapieren gar nicht, weißt du. Die müssen ja nicht sehen, in welches Auto ihr alles packt. Aber gut, wenn die danach mich eh behalten wollen dann als Zeugen. Naja, du kannst danach ja auch eigentlich ganz entspannt erstmal irgendwo hinfahren, irgendwo im Norden. Denk. Und dann kommt irgendjemand von uns und holt dann später das Auto und dich ab. Ja, das geht auch. Was ist schon nach Palito Bay fährst oder schon? Achso. Und wir fahren halt mit Highspeed irgendwie weg und chatteln eine Verfolgungsjagd an, Jay. Und dann werden die uns anhalten, werden aber nicht schwinden und dann hat alles geklappt, Jay. Jay. Achso, Kiwi ist ich fertig mit dem Level. Achso. Die macht nur eins und dann sie macht schon weiter. Na gut, dann warten wir kurz. Danke. Wenn wir uns nämlich um das zweite Auto keine Sorgen machen müssen, ist es umso besser. Sollen wir kurz vielleicht besprechen, wenn wir im Laden sind, Sie? Wer dafür zuständig ist, die Sachen in die Tasche zu räumen, wer die Geiseln im Auge behält und sowas? Das ist der mit der Tasche. Sie? Sie, das macht er mit der Tasche. Und die anderen zwei, einer guckt auf die Tür, der andere guckt auf die Kunden. Sie. Wenn wir reinkommen, wir sollten die alle in eine Ecke tun oder so, sehen, dass wir die leichter sehen können und die Handys halt, du weißt schon, wie ich machen. Weiß, vielleicht haben wir ja Glück und es ist in dem Moment gerade nicht viel los. Sie. Das wäre vielleicht ein Vorteil. Wenn Kiwi fährt, kann ich ja sonst auch noch irgendwas anderes übernehmen. Sie, das ist gut. Oder du nimmst sie, du kriegst auf jeden Fall eine Karre. Die Frage ist, was geben wir dir dann, ne? Am besten. Du könntest, du könntest schon mal hochfahren und schon mal gucken, was da los ist. Aha. Und dann parkst du dich auf dem Parkplatz oder irgendwo gegenüber und bist einfach unsere Augen draußen. Parkst du das Auto irgendwo auf dem Parkplatz und dann versteckst du dich dort irgendwo in der Nähe. Guckst ein bisschen rum. Bist so quasi die Augen, oder? U-Tool-Kit. Das ist auch besser so, glaube ich. Ja, ja. Aber ich würde dich wieder abschieben oder so ein Scheiß. Entweder bleibst du bei der Tankstelle vor U-Tools, stellst das Auto da ab, tust du, als würdest du tanken, kannst du vielleicht auf den Parkplatz gucken. Gut, was brauchen wir noch? Gut, du guckst nachher auf die Tür, ich guck auf die Geische. Lolo macht das mit dem Kassierer, finde ich. Nee? Dann müssen wir Kiwi erklären, was sie zu parken hat. Wir müssen den Kofferraum leer machen, dass wirklich da Platz drin ist für die Knarren und die Tasche. Apropos Knarre. Was? Ja. Gut. Was nimmst du? Die Axt? Nur, ich nehm die Tasche. Ich sehe aber dann doch noch die Axt mit, dass du ein bisschen und dann mehr Nachdruck hast. Die Axt in den Mund nehmen und. Was? Naja, also wenn ich der Kassierer wäre, dann kommt so ein verrückter Latino rein mit einer Axt in der Hand. Dann mach ich schon, was der sagt. Denke, die zwei Knarre sind. Nicht, dass der mich noch fällt wie ein Weihnachtsbaum. Das hat er recht. Gut. Da sind so bestimmt ein paar Äxte in Lader, ne? Auch wieder wahr. Na, aber wir sind wirklich, wir wollen dort nichts anderes holen, außer die Taschenlampe. Schön.
Das ist der Auftrag. Der Rest ist mir scheißegal. Was spiel ich mit diesen scheiß Alltagsgeräten? Am Brechstangen komme ich eh günstig dran. Sollten wir die Tageseinnahme nicht vielleicht auch mitnehmen, wenn wir schon da sind? Dollaros und Taschenlampe. Das ist auch wieder wahr. Das ist auch wieder wahr. Wir könnten theoretisch auch dann über den Highway nach Süden abhauen, abfahren nach Sandy Shores und da dann die Übergabe machen. Wie? Ich will nicht direkt nach Sandy Shores, aber ne, irgendwo abfahren auf jeden Fall. Ich würde das nicht bei Jutulch machen, sondern vielleicht woanders. Und wenn die... Wenn die Polizei rufen, werde ich ja sowieso erstmal zu Jutulch. Diese Taschenlampen. Okay. Dann übergebt ihr die denn? Vielleicht könnt ihr. Sonst kann Kiwi das Auto vielleicht ja auch in Sandy verstecken. Dann muss ich nicht den ganzen Weg hier hinfahren und ich hol sie ab aus Sandy. Wenn das Auto irgendwo sicher in Sandy steht, dann kommt die Polizei da gar nicht dahinter, oder? Das wäre natürlich was ganz anderes, sieh. Sieh, dass das Auto vielleicht schon an einem geheimen Ort steht und wir dann da hinfahren, umladen und dann weg, sieh? Genau, und dann hole ich Kiwi da ab und wenn ihr dann die Taschenlampenübergabe machen wollt, dann sagt ihr denen einfach, wir treffen uns dort und dort. Okay, das klingt gut. Hola, Kiwi. Schönen Abend. Das Ding ist, wir machen das YouTube-Ding jetzt wahrscheinlich. Sind die schon mal um? Das mit dem Taschenlampen. Sind die schon mal um und holen die Schlüssel vom Club? Da gibt es ein Problem. Ich habe ein bisschen Angst, dass... Ich bin ja auf der Fahndungsliste, sehe. Und die wissen, dass ich einen gelben Club habe. Was ist, wenn die jetzt hier den gelben Club anhalten, den die finden, sehe? Oh, die Mann. Hola? Sehe? Nehmen wir den Bursch. Sehe? Oder mein Auto. Gleich. Das ist ja auch blöd. Hast du den Schlüssel von Washington? Naja. Müssen wir mal gucken, was wir... Irgendein Auto haben wir doch bestimmt noch. Nee, ich guck mal, ob wenn, während ich mich umsehe, sehe. Nee, also ich sehe mich unauffällig an, sehe? Nee. Gibt es die Tankstelle, von der du redest, ist die genau davor? Die ist neben dran, das ist schon ein kleines Stück. Okay. Das ist zu Fuß auf jeden Fall locker machbar. Ja, nee, ich habe nur überlegt, vielleicht packe ich noch weiter vor und rufe euch an, sobald Polizisten über den Highway rasen. Damit ihr da nicht aus Versehen zu lange drin steht. Sie können ja von beiden Seiten kommen, ne? Aber die von ja, oben und von unten. No, okay. Wenn die Sheriffs kommen, dann sind die ersten, die als erstes stehen. Paco! Sí, Paco, dime. Ganz gut, den Schäfer. Was ist los? Wenn wir die Leute im Griff haben. Wie die Fragen nach mir? Keine Kopf kommen. Wer? Wieso? Du hattest nichts anderes Langärmliches. Doch, wieso? Ich soll doch ganz normal aussehen. Wo ist das Problem, Lolo? Naja, weil deine Abmachung gemacht war und anscheinend ist eine Absprache nicht gut genug, dass diese Abmachung bei euch angekommen ist. Santa Claus. Scheiße, ich sehe verflucht auffällig aus. Das ist unauffällig, seh? Darum geht's. Ich sehe aus, als... Wir hatten Jack Sport. Ist mir scheißegal, dass ich gesehen werde. Entdeckt mich. Lolo. Also, you tut's. Gut. Ich bin Jack... Sputnik, du fährst erstmal vor, hey? Alles klar. Du weißt wo? Jutuls, ja. Highway und dann noch hoch. Perfekt. Gut. Halt bei jedem scheiß Stoppschild an. Sie, fahr verfickt nochmal nach den Verkehrsordnungen, hey? Definitiv, ja. Und wenn irgendwas schief gehen sollte, ruf an. Wenn du Cops am Arsch hast, ruf an. Irgendwas. Und versuchen wir dich da irgendwie rauszuboxen. Alles klar, ich melde mich. Gut. Wenn du da bist, ruf auch an. Ja. Mach ich. Mm-hmm.
Der Laden hat zu. Okay, vergesst es, der Laden hat zu. Vergesst es, der Laden hat zu. Gut, bis gleich. Kannst du wieder zurückkommen? Bis gleich.